So, heute mal wieder mit der Kamera. Denn darum geht es ja schließlich. Ja, das war jetzt der erste Teil vom Schnitt, ne? Servus und herzlich willkommen zum neuesten Video. Diesmal mit dem Handy gefilmt, weil ich Spezialist heute heim die SD-Karte für die Actioncam vergessen habe. Was treibe ich gerade? Ich bin unterwegs mit dem Kongskirchenschwader und probiere mich da jetzt mal aus. Bin mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das so vorstelle. Ja, leider kann ich jetzt so mit der Variante, mit der technischen, nicht so viel filmen, wie ich gerne möchte. Aber ich schalte trotzdem immer zwischendrin mal ein. Ja, ich bin jetzt mit einem kleinen 40-50 dabei, Ballen aus Tälern und Bergen zusammen zu fahren, dass man dann das sauber auf relativ ebenem Gelände verladen kann. Hab da jetzt auch schon zwei Flächen fertig. Bin jetzt auf die nächste hergefahren und plötzlich hebt die Hydraulik nicht mehr aus. Jetzt hat es erstmal Fehlersuche. Warum, weshalb, wieso? Ah, das ist doch kacke. Heckhydraulik hebt nicht mehr aus. Norbert Frank, vielleicht ist der Fehler bekannt, vielleicht gab es das ja schon mal. Ansonsten sieht schlecht aus dem Specht aus. Oh, krasses Zeichen von ich brauche mal Pause. Die Steuergeräte von dem Kleinen, die sind ja da auf dem Kreuzhebel drauf. Und scheinbar bin ich beim Umdrehen an den Kreuzhebel dran. Und dann hebt natürlich die Heckhydraulik aus. Tipptopp. Naja, kriegen Sie Fehler gefunden, das ist schon mal in Ordnung. So, weiter geht's. So, ich mache jetzt mal kurz Pause. Da war jetzt der Norbert da. Der lädt schon mal die erste Fuhre auf. Und ich kann ein bisschen was filmen, weil filmen mit Handy und fahren gleichzeitig geht nicht.
Ja, Norbert hat gerade gesagt, auf dem Zähler waren heute 166 Ballen von nicht ganz 10 Hektar. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ja, das war jetzt der erste Teil vom Schnitt, ne? Wir werden jetzt dann noch Stück für Stück das ganze Zeug in den Ofen auffahren. Und das dauert ein bisschen länger heute, glaube ich. Wir bringen immer so 10 Stück da auf den Ballenwagen drauf. Also fahren wir 16 Mal. Jubelfrei. Abladen ist dann oben in Manitou. Das geht natürlich deutlich einfacher als da im Gelände mit dem kleinen Schlepper. Cheryl is down in the south, working at the Waffle House, has a second job at midnight when it's time to leave. Cost $7.50, never seems to pay the rent. Gotta have a trick or two that's hidden up your sleeve. The living ain't a magic act, days are long and that's a fact. Money still ain't quite enough for her and all the kids. Times have changed, she always says, the good old days are gone dead. She tucks the kids into their bed like mama always did. It's hard when you ain't got nobody. So, jetzt machen wir jetzt dann bald Feierabend. Wir fahren noch eine Fuhre. Das ist da auf so einer, ja, auf so einer Wiese nahe am Dorf. Der Norbert fährt gerade eine Fuhre zurück auf Schrengersberg. Ich warte, weil da macht ja keinen Sinn, und belade dann die zweite. Das nehmen wir noch mit, weil morgen ist ja Feiertag und hier so ein Spielplatz und Wanderweg nähe, hätten wir jetzt kein gutes Gefühl. Man weiß ja, da draußen sind nicht nur die hellsten Kerzen unterwegs. Nicht, dass da draußen jemand rumkrabbelt, Löcher reinsticht und sonst sowas, weil ja die Demut vor fremdem Eigentum geht sich dabei. Und bevor wir da kaputte Ballen haben, fahren wir lieber noch. Den Rest werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Also wie gesagt, das sind knappe 170 Ballen. Ah, für Nachtschicht haben wir heute, glaube ich, beide keine Energie und keine Nerven, keine Zeit mehr. Es sind ja noch andere Sachen zu machen. Und in Pullendorf muss ich auch noch die Versorgung stemmen. Und außerdem bin ich noch nicht der Fitteste. Also das muss man schon auch noch sagen. Es hängt mir schon noch hinterher. Also ich habe jetzt aktuell ja immer noch die Probleme mit dem Magen-Darm. Die sind da relativ unverändert. Die Frequenz hat sich verändert und jo, aber ich kann immer noch nicht viel essen, weil es nicht drinnen bleibt. Deswegen fehlt mir da schon ziemlich die Energie, gerade nach so einem Tag. Aber ich hocke mir jetzt in mein Schlepperchen, gucke nur ein bisschen vor mich hin, warte, bis der Norbert wiederkommt und dann belade ich nochmal. Und dann, ja, heute war ich beim TÜV heute früh und hab den Viehhänger getüfft, also alles tipptopp, beziehungsweise fast tipptopp. Ja, ich bin hingekommen und dann hatten wir Probleme mit Elektrik, das heißt Nebelschluss, Nummernschildbeleuchtung und Bremslicht hinten links defekt. Der Hänger hat vorne keins, links. Und ja, da wollten sie dann gleich sagen, nee, ist nicht. Da habe ich gesagt, okay, Moment. Der Baumarkt ist 2 Minuten fußläufig. Halt mal Bier, ich bin gleich zurück. Schnell in den Baumarkt rein. Schraubenzieher mitgenommen, paar Böhnchen mitgenommen, zack, 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 alles frisiert. 20 Minuten später hat die Karre TÜV gehabt. Man muss das echt gleich machen, weil sonst hätte ich nochmal hinfahren müssen, nochmal einen zweiten Termin. Und das ist zeitlich echt aktuell überhaupt nicht drin. Also auf keinen Fall. Wie so ist, der hat jetzt TÜV und dann geht er jetzt wahrscheinlich diese Woche noch vom Hof, wird dann abgeholt,
darf dann weiter sein Dasein als Pferdetransporter fristen, was er ja eigentlich auch ist, ne? Der ist ja bloß umgeschrieben worden als Viehtransporter für uns. Jo. Mir fällt mir jetzt einem ein. TÜV haben wir heute gemacht, Siloballen haben wir gefahren. Ah, genau, darauf wollte ich hinaus. Wenn wir jetzt die Folie noch gefahren haben, dann wasche ich den Viehhänger noch mal einmal schnell raus. Er soll ja auch schick sein, wenn er weggeht. Und dann ist gut. Dann heißt es heimreiten nach Pullendorf. So, heute mal wieder mit der Kamera. Heute ist Donnerstag, Vatertag, Christi Himmelfahrt. Schöner Sonnenschein. Und ich bin jetzt Nachmittag auf Schrenkersberg, um den Norbert zu unterstützen, um die Siloballen heimzufahren, denn das ist eine ganz schöne Menge. Und wenn du die alleine heimfährst, bist du Stöckle drüber. So, deswegen jetzt voller Stoff voraus. Die Family ist auch dabei, die machen ein bisschen Picknick. Und dann geht's los. So, wir haben im buckligen Gelände jetzt die letzten Ballen rausgeholt. Man muss da echt, also es wirkt wahrscheinlich nicht so auf der Kamera, man muss da echt aufpassen, wo man hinfährt. Sonst kippt man schon einfach mal um. Aber Mission erfüllt. Und nachdem heute Vatertag ist und im Nachbardorf ist Fest, sind wir jetzt auf den Weg. Belastungstest für meinen Darm. Huhu! Seidler Bier muss schon sein, oder? Nehmen wir uns in Franken gesagt. Seidler Bier muss schon sein. So, nachdem sich der Norbert noch kultivieren muss, um auf das Fest zu gehen, mache ich jetzt hier mal noch die letzte Fuhre leer. Und dann haben wir hier 166 Siloballen stehen. Nicht schlecht für den ersten Schnitt auf 10 Hektar, nicht mal 10 Hektar. Also, wie gesagt, sind wir zufrieden, denke ich. Kann man zufrieden sein. Passt soweit. Und wenn wir jetzt die restlichen Flächen nächste Woche, übernächste Woche, je nachdem wie sich das Wetter entwickelt, noch schneiden, eigentlich hätten wir gleich noch machen müssen. Das schaffen wir von der Manpower nicht. Wir müssen ja die Direktvermarktung und Zerlegung auch noch machen. Da ist leider nichts mit, ja, einfach mal nahtlos weitermähen. Denn die Vermarktung muss sein, Geld muss verdient werden. Ne? So, jetzt laden wir mal die Ballen auf. So, sieht doch ganz schick aus, oder? Ja, jetzt noch, sagen wir mal, die vierfache Menge, dann haben wir den Jahresvorrat. Aber ich meine, so ca. 800 Ballen müssen es dann sein. Jo, top. So, jetzt räumen wir hier nochmal schnell auf. Das heißt, hier abkuppeln, Druck losschalten.
Wasser. Das ist eine feine, also das ist eine wirklich feine Geschichte, ne? Einwandfrei. Abkurbeln. Schutzkappe drauf. Fertig ist der Lack. Für den Nichtverrückten, ein Gewerch ist ein Aufwand. Der Schlauch hängt. Das wollen wir so nicht. Genau. Top. So, jetzt räumen wir mal noch den Bulldog auf. Wo haben wir noch Platz? Ballenwagen stellen wir dahinter und den Bulldog räumen wir auf. Ja, da sind neue Scheinwerfer drauf, ne? Glück hat der Norbert einen Fachmann in der Familie, der sich um die Festbeleuchtung vom Steyr, wollte ich sagen, vom Manitou gekümmert hat. Da gibt es jetzt fette LEDs hinten drauf. Der Schaden ist behoben, dass bloß auf einer Seite die Arbeitsscheinwerfer gehen. Das hat er super gemacht. Jetzt kann die dunkle Jahreszeit wieder kommen, obwohl ich da gar nicht so scharf drauf bin. Oh, der Geruch, obwohl die Siloballen eingewickelt sind. Boah, gepaart mit dem frischen Hackschnitzel. Das ist der Knaller. Das, wenn ihr jetzt riechen könntet, nicht schlecht. So, jetzt stellen wir uns da den Ballenwagen wieder her. Räumen den T6 noch in die Halle. Und dann ist doch alles bereit für den Feierabend. Gut, ich habe mir jetzt nicht so viel verdient wie der Norbert. Norbert ist so seit voll früh um 8 wieder am Fahren gewesen. Ich bin jetzt später dazu gestoßen. Ein bisschen Fahrradach muss ja auch sein. Außerdem wurde heute der Vierhänger abgeholt. Also unser alter Vierhänger ist Geschichte. Der leistet jetzt gute Dienste in dem Schäfereibetrieb im Osten Deutschlands. Ja, hallo. Ja, wir sind momentan mitten im ersten Schnitt. Ist momentan ein wenig die heiße Phase. Viel Hektik, viel Stress momentan. Ja, heute müssen wir jetzt noch die Fläche abfahren mit den Jägern, die am Sonntag gemäht werden müssen. Da haben wir eher keinen Terminkarten bei den Jägern. Ja, ungefähr ein Drittel haben wir jetzt momentan weg. Zwei Drittel müssen wir noch machen. Ich habe schon gesagt, erst wenn die Jäger es okay geben, weil die am Sonntag dann früh die Flächen überfliegen mit der Drohne und schauen, ob kleine Rehkitze drin sind. Und erst wenn die Flächen freigegeben sind, dann können wir am Sonntag loslegen. Ja, wir haben jetzt ungefähr dann 50% von den Flächen dann weg. Das hat ja beim letzten oder vorletzten Videos war ja die Anregung, ja, warum schneiden wir so früh, das ist ja alles noch in der Blüte. Ja, das ist halt alles zweischneidig. Einerseits brauchen wir ein gutes Futter. Wir brauchen eiweißhaltiges Futter für unsere Tiere. Denn wir erzeugen unser Rindfleisch auch nur von unserem eigenen Futter, von eigenem Hof. Das heißt, wir haben kein Soja aus Übersee. Um diese Fehler zum Beispiel auszugleichen, wenn ich zu wenig Eiweiß im Futter habe, dann muss ich ja Soja dazu füttern. Das wollen wir nicht, wir wollen unser eigenes Futter, deswegen müssen wir auch ein bisschen früher schneiden. Aber wir lassen ja auch 50% der Fläche noch stehen für Heu. Da ist auch noch Kuhlabheu dabei und da ist immer noch genug Blühfläche dabei. Im Umkehrschluss, es ist immer was zum Blühen da, das heißt jetzt die Wiesen, wo ich jetzt schneide, die blüht in 2-3 Wochen ja schon wieder. Oder wo es dann mit Heu angeht, wo dann die Heuflächen wegkommen. Also das heißt, es ist immer blühfähige Wiese irgendwo da. Ja, aber das Hauptsächliche ist, dass wir eiweißhaltiges Futter haben. Ich habe schon gesagt, gutes Futter. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist Ehrenschieben. Und deswegen werden wir das die Woche alles noch machen.
Und schauen wir, dass wir das alles über die Runden bringen. Von der Menge ist heuer mal wieder gutes Jahr. Es steht wirklich gut was drauf. Das heißt, wir können uns vielleicht dann wieder einen Vorrat vorlegen für die nächsten Jahre oder nächstes Jahr. Man weiß ja immer nicht, ob nicht wieder Trockenheiten kommen, alles schon mitgemacht. Ja, momentan schaut es von Wetter auch gut aus. Sonntag meldet Sonnenschein, warm. Wird auch sehr schnell abtrocknen, das Futter, sodass wir dann am Montag vielleicht auch gleich loslegen können und wieder Rundballen davor machen. Wir haben uns komplett auf die Rundballensilage eingestellt. Hat auch damit zu tun, weil wir immer wieder Zeiten haben, wo man zufüttern muss. Und wenn man einen Fahrsiler hat, das kann ich nicht einfach aufmachen und dann wieder zumachen, das geht nicht. Wenn es offen ist, dann muss es leer gefüttert werden, sonst verdirbt das Futter. Und mit Rundballen nimmt man halt das Futter, was man gerade braucht, den Rest lässt man einfach liegen. Das ist halt der Vorteil von der Rundballensilage. Ja, aber jetzt treffen wir uns erst schon mit den Jägern. Zeigt denen nochmal die ganzen Wiesen, was wir am Sonntag machen wollen. Und dann haben die schon mal einen Überblick, was wir mit der Drohne befliegen müssen am Sonntag früh. Dass wir dann endlich loslegen können. Ja. Ja, jetzt haben wir mit unseren Jägern den letzten Termin gerade durch. Die Flächen sind alle bereitgestellt, dass die wissen, was überflogen werden muss. Ja, das ist jetzt die Fläche, die dann am Sonntag mit rankommt. Was ganz interessant auch in der Fläche ist, wir sind vor 2 Wochen mit einem Biologen durch die Fläche. Haben die mal ein bisschen kartieren lassen, welche Arten das alles vorkommen. Und durch unsere biologische Bewirtschaftung mit sehr viel Mistdüngung, mit Festmist, ohne künstlichen Dünger, haben wir eine sehr große Vielfalt drin. Wir haben bis zu 7, 8, teilweise 10 Kennarten in einer Wiese. Ja, das macht schon auch Freude, sowas zu sehen. Und man merkt eben, dass sich die Natur auch selbst wieder regeneriert, wenn sie nur mit Mist gedüngt wird und auch vom Ertrag her, wenn man sieht, alle ein super schönes Futter drauf. Artenreich. Teilweise ist auch Glied mit drin. Der Glied ist momentan noch ein bisschen unten drin. Weil für den war es noch ein bisschen zu kalt. Glied braucht alle ein bisschen mehr Wärme. Ja, wenn man sich sonst außenrum umschaut, diese Fläche kommt weg. Ungefähr 4 Hektar und hinten das ganze Grünland, es bleibt alles nur stehen. Es gibt dann alles später mal Heu. Da haben auf jeden Fall die Bienen noch sehr viel Nahrung, soweit Bienen da sind. Das war ja auch bei einem vorherigen Video mal die Kritik, die Bienen, ja, wenn wir zu früh mähen, die Bienen. Die Bienen hat auch sehr viele Probleme mit den warmen Winter gehabt. Das hat mit Landwirtschaft gar nichts zu tun. Das ist einfach, wenn die Bienen im Winter aus dem Winterschlaf erwachen. Wenn die Temperatur über 15 Grad geht und dann gehen sie aus dem Bienenstock raus, finden aber kein Futter, dann verbrauchen sie ihr komplettes Futter, wo sie im Bienenstock drinnen haben und dann verhungern sie. Das ist eben auch ein Riesenproblem, da die Landwirtschaft aber nichts dafür kann. Ja, da sieht man schon eine schöne Vielfalt. Ja, machen wir zum Abschluss noch eine Weidekontrolle. Da hat sich irgendwas getan, da ist ein Kleiner da. Mal schauen, ob mich die Mutter hinlässt, oder der Bulle. Denn der momentane Bulle, der da in der Herde ist, der ist ein bisschen nervös. Ja, aber der Kleine steht schon auf, er springt schon rum scheinbar. Schöner Schwarzer. So wie es ausschaut, ist er auf jeden Fall fit. Naja, die genießen heute den schönen Tag. Einen der ersten warmen Tage. Ja, die liegen da wie Urlaub. Wunderschön anzuschauen. So, Mama, wo bist du? Jawohl, das ist die Mama. Schaut gut aus. Ein kleines Mädchen, wie es ausschaut, ja, genau. So. Allen Tieren geht's gut.
Ja, ich glaube, so langsam können wir dann Feierabend machen. Wenn alles in Ordnung ist, dann beschließen wir den Tag. Gehen zum gemütlichen Teil über. Muss auch mal sein. Jo, servus. Vorhin war die Kamera weg, also nehme ich an, der Norbert hat euch was erzählt. Ich bin jetzt nach Feierabend auf dem Weg zu meinem Großen. Den hole ich ab, der ist dieses Wochenende bei mir. Ja, und wenn wir dann daheim sind, dann wird unten noch in den Acker, den ich umgebrochen habe Anfang der Woche, ein Hafer, Wicken, Kleegras, Gemisch eingesät. Und das walze ich dann noch fest. Da darf man vom Nachbarn nochmal eine gezogene Walze holen, die große. Dann sollte das eigentlich so passen. Gerade schaut es ein bisschen unbeständig aus, aber ich denke, das hält durch. Zumindest bis heute Nacht. Und dann kriegen wir das noch sauber rein. Da schalte ich euch dann auch nochmal mit der Kamera dazu und zeige euch dann, ob das Ergebnis so geworden ist, wie es bei mir im Kopf stattfindet oder nicht. So, jetzt gerade unten nochmal einen gegrubbelten, kleine Probe gemacht, zwecks Verteilung, den Samenstreu hinten dran, 30 Kilo Mix drin, da ist Hafer, Wicke, Klee und das wird jetzt da drauf gebracht und dann walzen wir es einfach bloß noch an. Ich meine, das ist eine sehr grobe Oberfläche. Wenn wir es anwalzen, hat es Bodenschluss und ist großteils sogar leicht verdeckt. Also passt das, denke ich, ganz gut. Und dann ist der Sache Genüge getan, dass die Fläche ihren Ackerstatus behält. Denn darum geht es hier schließlich. Geht ja nicht darum, dass ich da irgendeine tolle Futterfläche generiere, sondern einfach der Ackerstatus muss erhalten bleiben. So, dann haben wir hier die Steuerung. Die Maschine ein und hier Futterschieber auf zu, ne? Nein, Futterschieber, ich bin auch schon völlig Banane. Wie heißt er? Schieber. Einfach nur Schieber. Schieber auf zu. So, auf geht's. Attacke. Nachdem wir mit einem breiten Grubber gegrubbert haben, haben wir uns jetzt auch eine schwere Walze geholt. Das ist die schwerste, die ich in der Nachbarschaft finden kann. Die ist gezogen, Umbau aufgezogen. Das war wohl vorher mal irgendwie was am Dreipunkt fest sollte. Damit die auch mit einem kleinen Schlepper bewegbar ist, haben wir da eine Deichsel dran gebaut. Gar nicht so doof. Das Ding ist mit Wasser gefüllt, also das richtige Gewicht drauf. Und das Ergebnis finde ich ziemlich geil. Ja, da fahren wir jetzt alles zweimal, also einmal vorwärts, einmal rückwärts und dann sollte das eigentlich soweit verdichtet sein und der Bodenschutz hergestellt sein, dass das für die Anforderungen, wo wir es jetzt brauchen, also für dieses Ackerstatus erhalten, Blitzansaten nächstes Mal, völlig ausreicht, tipptopp. Stell mal die Kamera her, könnt ihr mit zugucken. Oh,
Wir sollten dann bloß noch Vogelschrecken aufstellen, damit das ganze Saatgut nicht morgen früh im Kehlkopf von irgendeinem Vogel endet. Oder von vielen Vögeln. So, der Tag neigt sich, die Sonne auch. Wir sind durch mit unserem Programm. Wir haben uns jetzt noch so lustige Vogelscheuchen gebaut, die wir jetzt einmal quer drüber stellen, damit die nicht das ganze Saatgut wegfuttern. Ich würde es ihnen zwar gönnen, aber das Saatgut ist mir einfach zu teuer und ich habe keinen Bock, das nochmal auszubringen. Also einmal so drüber gestellt mit gebührendem Abstand, sodass da überall ein bisschen Bewegung stattfindet. Und vielleicht lassen sie sich ja davon fernhalten. Ihr könnt ja mal drunter schreiben in die Kommentare, was eure Erfahrungen so sind mit sowas. Was meint ihr? Bewährt sich das oder ist es völliger Quatsch? So, und dann machen wir hier auch wieder Schluss mit dem Sonntagsvideo. Ich sag lieben herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video getaugt hat, gebt den Daumen nach oben. Und wenn ihr es nicht gemacht habt, auch das Abo. Und schreibt was in die Kommentare. Ganz wichtig, helft uns, dass der Algorithmus von YouTube erkennt, hier auf dem Kanal, da ist die Hölle los. Macht richtig Radau, macht Rabatz unten, einfach mal rein, was euch einfällt. Und sei es bloß ein netter Gruß. Ansonsten sehen wir uns dann gesund und munter zum nächsten Mittwochsvideo. Ich zähle auf euch, bis dahin, habe die Ehre, Servus und Ade. Some noise. I live a simple life by my own choice. I'm a selfish.